Guatemala liegt in den Tropen Mittelamerikas. Während im Norden noch Tieflandregenwald vorherrscht, breiten sich südlich von Koban vulkanische Gebirgszüge mit Bergregenwald aus. Die frühe Morgenstimmung verzaubert den Nebelwald, doch bei klarer Sicht erkennen wir große Zerstörungen durch Brandrodung. Unberührte Vulkanhügel sehen wir kaum noch, denn die Gekchi-Indianer vernichten den Wald Stück für Stück, um ihre Familien zu ernähren. Trotzdem bleiben wir hier auf über 2000 Metern Höhe, denn die angrenzenden Waldgebiete sind noch intakt und beherbergen die typischen Tiere und Pflanzen des Nebelwaldes. Sie sind auch der Lebensraum des Quetzals, des schönsten Trogon-Vogels in Guatemala. Aber erst einmal müssen wir in dieses entlegene Gebiet vordringen. In einem mehrstündigen Fußmarsch schleppen wir mit einem Dutzend Trägern Kameraausrüstung mit Generator, Kleidung, Verpflegung und viele andere Utensilien des täglichen Lebens in eine Höhe von 2300 Metern. Während des anstrengenden Aufstiegs achten wir kaum auf die Vogelwelt. Doch der lautstarke Braunrücken-Clarino lenkt unsere Aufmerksamkeit auf sich. Was wird uns hoch oben im Nebelwald bei den Gekchi-Indianern erwarten? In der kleinen Hütte einer neunköpfigen Familie werden wir es uns für die nächsten 3 Monate gemütlich machen, umgeben von Hunden, Schweinen und Hühnern. Manuel, voll rein. Schau mal. Endlich, nach 4 Stunden Marsch, erreichen wir unser Ziel, die Hütte unseres Freundes Manuel. Kalt ist es hier oben. Zur Begrüßung gibt es heißen Kaffee und frische Maisfladen. An das häusliche Zusammenleben mit Truthühnern und auch Flöhen müssen wir uns erst noch gewöhnen. Vor einigen Jahren nahm mein Freund, der Biologe David Unger, Kontakt mit den Gekchi-Indianern auf. Er klärte sie über die ökologische Bedeutung des Nebelwaldes auf und brachte ihnen Anbaumethoden bei, die zu wesentlich höheren Erträgen führen und den bedrohten Wald vor weiterer Brandrodung verschonen. Stolz zeigt mir nun Manuel seine Erfolge. Doch die behutsame Nutzung des Waldes setzt sich nur langsam durch. Chico, Manuels Nachbar, holte sich gerade einen Stamm aus dem Wald und schnitzte daraus eine Leiter. An einer vereinzelten, gelegentlichen Nutzung des Nebelwaldes ist nichts auszusetzen. Der lichte Waldrand ist ein Insektenparadies. Das zieht viele Vögel an. Kolibris dagegen lieben die Nektarblumen. Nur selten zu sehen ist der Einsiedler-Zaunkönig. Prachtvolle Käfer wie der Diamantrüssler krabbeln emsig weiter.
Rüsselkäfer gibt es in einem ungeheuren Reichtum an Arten, von denen viele noch gar nicht bekannt sind. Durch die Rodung der Tropenwälder werden sie für immer vernichtet. Der rotbraune Zaunkönig ist ein ziemlich eifriger Sänger. Der Helikonius-Schmetterling lässt sich nur an sonnigen Tagen oder mittags sehen. Nur kurz, aber durchdringend meldet sich die Morgenammer. Eine Kostbarkeit unter den Schmetterlingen ist der Glasflügelfalter. Unermüdlich und voller Kraft schmettert der Zaunkönig sein Lied, um Rivalen zu vertreiben. In Aussehen und Temperament ähnelt der rotbraune Zaunkönig unserem heimischen Zaunkönig. Am frühen Morgen steigen wir bis in die Gipfelregion hinauf, wo der Nebelwald noch unangetastet ist. Hier oben lebt einer der kleinsten Kolibris von Zentralamerika, die Elliot-Elfe. Die Konkurrenz sinkt heftig. Deshalb zieht die Elliot-Elfe alle Register. Das violette Bartlätzchen spreizt sie so weit ab, dass es schon von weitem in der Sonne leuchtet. Die gewichtigen Guatemala-Brüllaffen wundern sich über das Imponiergehabe des Winzlings. Sie würden ohrenbetäubend losbrüllen, wenn Rivalen auftauchten. Während Madame die Morgensonne genießt, lässt sich der Macho aromatische Lorbeerblätter schmecken. Der Guatemala-Brüllaffe ist der schwerste seiner Art. Wir wissen nur wenig über die Lebensweise der bedrohten Tiere. In kleinen Gruppen durchstreifen sie den Urwald auf der Suche nach schmackhaften Blättern. Sie essen aber auch viele Früchte des Bergwaldes. Wenn sie einen ansprechenden Platz gefunden haben, verweilen sie mehrere Stunden. Ein kleines Juwel ist diese lebhafte Elliot-Elfe. Brüllaffen bewegen sich sehr gemächlich und faulenzen fast den ganzen Tag. Fühlen sie sich jedoch gestört, verschwinden sie erstaunlich behende im dichten Pflanzenwirrwarr.
Für ein kurzes Nickerchen genügt auch ein dünner Ast. Bequemer ist es aber im Schlafversteck. Unser Vogelzwerg ist inzwischen in Hochform. Offenbar ist ein Weibchen in der Nähe, dem er imponieren will. Der ständige Wetterwechsel ist typisch für den Nebelwald. Nach ein paar Stunden Morgensonne zieht meist Nebel auf. Oder es braut sich ein Tropengewitter zusammen. Einen schönen Morgen erwarten. Die Sonne vertreibt Kälte und Feuchtigkeit. Während die Indianer an ihren Feuerstellen Maisfladen zubereiten, genießt die Rotnackendrossel die ersten warmen Strahlen. Nachts sinkt die Temperatur bis etwa 10 Grad, tagsüber steigt sie schnell auf 25 bis 28 Grad. Manuel war nachts auf der Jagd. Mit einer Kopflampe lauerte er lange auf einem Avocadobaum, bevor er das von den Früchten angelockte Parka vor seine alte Flinte bekam. Dieses schmackhafte Nagetier ist schwer zu erlegen, weil es besonders gut hört und riecht, äußerst gewandt ist und blitzschnell reagiert. Zu Hause erholt sich Manuel bei frisch gebackenen Tortillas und heißem Kaffee von der anstrengenden, aber erfolgreichen Nachttour. Nicht lange vergoldet die Sonne die Hütten und Äcker der Indianer. Wolken verwandeln die malerische Morgenlandschaft in einen trostlosen Fleck mit Überresten ehemaliger Urwaldriesen. Die Realität hat uns wieder eingeholt. Der angrenzende Nebelwald ist Lebensraum für einmalige Pflanzen und Tiere. Dort hoffen wir vor allem, den exotischen Göttervogel der Maya, den Quetzal, zu finden. Der Bergregenwald, der die Feuchtigkeit wie unter einer Dunsthaube festhält, schafft beste Bedingungen für Farne und Moose und einige Blütenpflanzen.
Für viele Tiere, wie die Krokodilschleiche, ist die ständige Nässe sogar lebensnotwendig. Die Spannerraupe würde in der prallen Sonne sofort vertrocknen. Im Wald hat sie genügend Schatten. Hoch oben in den Baumkronen versteckt sich der silberne Laubkäfer. Insektensammler zahlen für ihn jeden Preis. Ein Wald voller Superlative. Bromelien und Orchideen sind hier besonders prachtvoll. Und wir finden tatsächlich das faszinierendste Geschöpf des Nebelwaldes, den Quetzal. Er ist der größte in der Familie der Trogonvögel. Wenn der Quetzal im Licht schillert, versteht man, warum ihn die Maya als Göttervogel verehrten. Sie benannten ihn nach ihrem wichtigsten Schöpfergott, dem Quetzalcoatl, der grüngefiederten Schlange. Vor der Brutzeit ernährt sich der Trogon fast ausschließlich von Früchten, vornehmlich von Avocadillos, den häufigsten Lorbeergewächsen im Nebelwald. Der Quetzal sorgt für die Verbreitung der wild wachsenden Avocadofrüchte. Lichtbrechungen färben sein Gefieder. Das braune Melanin nimmt im Licht alle Töne von grün bis blau an. Während der Quetzal seinen Flüssigkeitsbedarf durch Früchte deckt, muss die Krokodilschleiche die Wasservorräte des Waldes anzapfen. In den zahlreichen Bromelien sammelt sich Regenwasser und manchmal schwimmt sogar das eine oder andere Insekt darin. Die Krokodilschleiche verbringt die meiste Zeit ihres Lebens in den Bäumen. Am liebsten bleibt sie in den Trichtern der Bromelien. Nur selten bekommt man deshalb dieses skurrile Tier zu sehen. So wie diese Baumschleiche sind viele Arten wissenschaftlich noch nicht beschrieben. Einige sind sogar völlig unbekannt. Auch auf dem Waldboden finden viele Tiere Gelegenheit zum Trinken. Für die Zwergnatter reicht das Wasser, das sich in den Laubblättern angesammelt hat. Die Sonnenstrahlen verwandeln diese kleine, harmlose Schlange in ein Schmuckstück. Der Mini-Lebensraum einer Bromelie reicht für einige Tiere als Wohnstätte aus. Manche sind noch viel kleiner als die Baumschleiche. Man entdeckt sie kaum.
Wir versuchen es. Dazu müssen wir die Bromelie bis in die inneren Blattschäfte zerlegen, in der Hoffnung, eine dieser sonderbaren Kreaturen zu finden. Wir haben Glück. Ein Pilzzungensalamander hat sich darin versteckt. Bis zu 5 Salamander können in einer Bromelie wohnen. Ähnlich wie Chamäleons erfassen sie mit ihrer Schleuderzunge, die am Ende pilzartig verbreitert ist, kleine Insekten, Ameisen und Spinnen in nur 2000stel Sekunden. Das Besondere an diesem nachtaktiven Baumbewohner ist seine Entwicklung zu einem lungenlosen Tier, das nur noch über die Körperhaut atmet. Bis zu 16 verschiedene Arten fanden Wissenschaftler an den Hängen der Vulkanhügel. Ihre Zehen sind durch Spannhäute miteinander verwachsen. Mit diesen Haftflächen klettern sie mühelos an glatten, senkrechten Bromelienblättern entlang. Würde ein Salamander aus seinem schwebenden Garten auf den Boden fallen, wäre er verloren. Einen noch kleineren Schleuderzungensalamander entdecken wir in einer anderen Bromelie. Der spezifische ökologische Lebensraum dieser und vieler anderer Tiere wird durch die Brandrodung von einem Tag zum anderen zerstört. Nur schwer ist den im Nebelwald wohnenden Kekchi-Indianern die Bedeutung dieses empfindlichen Ökosystems verständlich zu machen. Die Indianer lebten früher in tieferen Lagen, aus denen sie aber verdrängt wurden. Deshalb suchten sie in der Nebelwaldzone Zuflucht. Die durch die Brandrodung offengelegten Flächen sind den tropischen Regengüssen schutzlos ausgeliefert, die jedes Jahr viele Tonnen fruchtbare Erde wegschwemmen. Der Boden laugt aus und die Bauern müssen weiter roden. In die noch warme Erde setzt der Kekchi-Bauer seine Saatkartoffeln. Für den bodenbewohnenden Pilzzungensalamander ist dieses Stückchen Erde verloren. Ebenso für unzählige andere, teils unbekannte Lebewesen. Noch ein Stöckchen zur Markierung für die zukünftigen Kartoffelpflanzen mitten im Urwald. Auch die Frau des Bauern muss nach der Kinderbetreuung mithelfen. So verschwindet der Nebelwald allmählich, wenn nicht gegengesteuert wird. Der Rotbinden-Tausendfüßer ist ein wichtiger Humusbildner. Auch er wird durch die Brandrodung vernichtet. Als Folge veröden die Brandflächen noch schneller.
Der Stachelleguan hat mit der Rodung kein Problem. Er ist auf Lichtungen und an Waldrändern zu Hause. Um die noch verbliebenen intakten Waldgebiete zu schützen, gründete der deutsche Wissenschaftler David Unger mit Unterstützung der Kekchi Maya und der Zeitschrift Geo das Projekto Quetzal, zu dem auch dieses Schulungsgelände gehört. Hier lernen die jungen Frauen längst vergessene Traditionen, wie zum Beispiel das Weben. Durch den Verkauf von Decken, Tüchern und Taschen können sie Gebrauchsgegenstände wie Salz, Seife, Saatgut und anderes mehr kaufen. Wichtiger noch ist aber eine effektivere Bewirtschaftung der vorhandenen Flächen. Auch hier gibt das Projekt Hilfestellung. Der Kekchi-Bauer Vincente hat Hecken und eine Kompostierung angelegt und erzielt jetzt 10-mal so hohe Erträge. Er berichtet David von dem erfolgreichen Anbau von Mais, Kohl, Erbsen, Bohnen, Chili und anderen Nutzpflanzen. Wie geht es dir? Gut. Schön deine Saat. Ja, ein bisschen. Wann hast du mit dieser Bearbeitungsmethode begonnen? Vor 2 Jahren. Damals war der Boden hier schlecht und ich hörte von neuen Anbaupflanzen. Jetzt gibt es hier zwar noch den einen oder anderen Adlerfarn, aber die Bohnen wachsen wirklich gut. Und jetzt, wo der Boden verbessert ist, erntest du mehrere Zentner? Die Fläche ist noch klein, es gibt noch nicht einmal einen Zentner. Und wie viel bekommt man dafür? Die Bohnen habe ich nicht verkauft, sondern selber gegessen. Der Erfolg von Vincente animiert auch andere Bauern. Sie kommen von weit her ins neue Schulungszentrum, um seine Methoden zu lernen. Die Skepsis ist großem Interesse gewichen. Das lässt hoffen, dass doch noch große Teile dieses einmaligen Nebelwaldes vor weiterer Zerstörung verschont bleiben, wie zum Beispiel die Vulkanhügel der Sierra de Chelemha. Die karstige Gipfelregion ist von schmalen Pfaden durchzogen, die selten benutzt werden. Auf dem Weg zu einer tief im Wald verborgenen Maya-Höhle zeigt uns Manuel den Baum, von dem er das Harz für seine Opfergabe entnommen hat. Trotz hoher Feuchtigkeit brennt der harzige Holzspan mühelos. So wie diese Kiefer gibt es im Nebelwald viele Pflanzen, die wir noch nicht kennen und die für uns von hohem Nutzwert sein könnten. Nach langem Marsch erreichen wir an einem steilen Hang inmitten des Waldes den Maya-Felsen. An den porösen Kalksintersteinen der bemerkenswerten Höhle wachsen Flechten. Und auch das Fettkraut, eine fleischfressende Pflanze, gedeiht prächtig. Der am Felsen brütende Schieferclarino ist argwöhnisch. Manuel beachtet den Sänger mit der glastonartigen Stimme nicht. Er möchte seiner Vorfahren gedenken. Sein christlicher Glaube ist noch eng verbunden mit den Überlieferungen der alten Religion.
Auch eine giftige Lanzenotter bewohnt den Maya-Felsen. Der Kekchi-Indianer widmet sich ganz seinem Opfer mit Kerze und Baumharz. Deshalb bemerkt er die Schlange nicht. Ein Glück für beide. Es könnte ein tödlicher Biss sein oder ein vernichtender Schlag gegen die Hüterin der Totenstätte. Die Zeremonie dauert nicht lange und die Tiere des Maya-Felsens sind wieder ungestört. Der Dickschnabel-Kolibri nützt ausgiebig den reichlichen Nektar der Kaktusblüte. Der kalorienreiche Zuckersaft verleiht dem Kolibri so viel Energie, dass er übermütig wird. Sein langer Schwirrflug mit 50 bis 80 Flügelschlägen pro Sekunde erfordert eine ungeheure Kraftanstrengung. War das gerade ein Quetzalweibchen? Nein, der scheue Bronzetrogon fütterte seine Jungen mit Insekten. Das bunte Gefieder des Trogon-Männchens leuchtet selbst im schattigen Wald. Es ist Erkennungszeichen für den Partner. Das Trogon-Weibchen ist dezenter gefärbt. Eine gute Tarnung während der Brutzeit ist wichtiger. Nun ist wieder das Männchen an der Reihe. Tiefer im Wald gibt es noch mehr morsche alte Bäume, an denen Flechten, Moose und Lianen hängen. Aber was hier aus der Höhle ragt, sind keine Farnwedel. Es sind die langen Schwanzfedern des gesuchten Göttervogels, dem schönsten und größten Trogon im Nebelwald. Ob auch das Smaragd Arasari die Federn entdeckt hat? Der Tukan ist ein gefährlicher Eierräuber. Erst wenn der smaragdgrüne Tukan abgezogen ist, verlässt der Quetzal die Bruthöhle. Weil die Jungen demnächst schlüpfen, sind die Quetzal-Eltern auf der Jagd nach Heuschrecken. Diese Blattschrecke ist kaum zu entdecken. Ihr Körper wirkt so, als hätte man Blättchen hingemalt und aufgeklebt. Eine noch verblüffendere Ähnlichkeit erreicht diese Langfühlerschrecke. Ein Körper,
geformt und dünn wie ein Blatt. Färbung und Adern, einschließlich der Pilzflecken, sind originalgetreu kopiert. Ein weiteres Quetzalpärchen füttert bereits seine Jungen mit Heuschrecken. Die Nisthöhle ist so groß und tief, dass auch die langen Schwanzfedern des Männchens hineinpassen, ohne abzubrechen. Das Quetzalweibchen ist ebenso attraktiv wie sein Prachtgatte. Je nachdem, wie das Licht durch die Bäume dringt, schillert das Gefieder grün oder blau. Quetzaleltern brauchen während der Brutzeit zusätzliche Nahrung. Jetzt in der Regenzeit wimmelt der Wald von Insekten. Sie sind für die schnell wachsenden Jungen die wichtigste Nahrungsquelle. Unablässig schaffen die Eltern die Eiweißkost heran. Doch stets sind sie vorsichtig beim Anfliegen und Verlassen der Höhle. Es könnten Feinde, wie der Nasenbär, angelockt werden. Entdeckt dieser gefräßige Kleinbär die Höhle, räumt er sie schnell aus. Der Quetzal muss leider mit hohen Brutverlusten zurechtkommen. Doch unser Paar hat Glück. Der Nasenbär wird durch den leckeren Schulterfleck-Laubkäfer abgelenkt. Eine leicht zu erhaschende Beute. Alles, was kreucht und fleucht, wird vom Quetzalmännchen erspäht. Was wird es diesmal bringen? Das Weibchen hat wieder seinen Lieblingsplatz zur Schönheitspflege aufgesucht. Diesmal hat der Quetzal eine Echse, eine Riesenbeute, erwischt, die die Jungen hoffentlich für eine Weile satt machen wird. Der Nebelwald ist ein Lebensraum besonderer Art. Berglage und ständige Feuchtigkeit fordern eine besondere Anpassung von Tieren und Pflanzen. Nur wenige können hier existieren, aber die wenigen sind außergewöhnlich.